Abend, herzlich willkommen. Gäste meiner heutigen Sendung sind Deutschlands bester Tennisspieler, die aktuelle Nummer 2 der Tenniswelt, Tommy Haas, der im Sommer schmerzhaft hat feststellen müssen, wie leicht sich die Prioritäten im Leben eines Menschen verschieben können. Nach dem schrecklichen Motorradunfall seiner Eltern bangte er wochenlang um die Gesundheit, auch und besonders seines Vaters. Und zu Beginn freue ich mich sehr, Ihnen die erfolgreichste Popsängerin aller Zeiten vorstellen zu dürfen. Mariah Carey und das wechselvolle Leben eines Weltstars. Eine Jugend zwischen Schwarz und Weiß, zwischen Arm und Reich. Ein Plattenboss entdeckt nicht nur die Stimme, sondern auch die Frau. Traumhochzeit in Weiß. Es folgt Welthit auf Welthit über 150 Millionen verkaufte Tonträger. Nach Grammy und Oscar scheint das Leben komplett. Aber das Einzige, was fehlt, ist echtes Glück. Sie entscheidet sich zur Flucht aus dem goldenen Käfig. Viele sprechen vom Zusammenbruch. Im September 2002 feiert Mariah Carey ein glanzvolles Comeback. Herzlich willkommen, Mariah Carey. Hier sind. Es ist für einen Weltstar nichts Außergewöhnliches, dass Menschen klatschen, wenn er in ein Fernsehstudio reinkommt. Aber Sie haben gespürt, dass das schon eine besondere Intensität hat. It's very special. Wunderbar, ganz besonders. Was bedeutet Ihnen das, wenn die Menschen überall in der Welt Sie nach wie vor so begeistert empfangen, als sei eine gute Freundin gekommen? Oh, thank you. Ah, danke. You know, it's interesting. Ja, das ist schon ganz interessant. Ich denke immer wieder, dass Menschen, die auf der Bühne stehen wollen und die kreativ sein wollen und das auch die ganze Zeit im Leben machen, gerne berühmt sein und werden wollen, das ist irgendwie, als wäre eine Lücke, die gefüllt werden muss. Ich habe das immer wieder auch bei anderen Menschen festgestellt, dass diese Lücke danach schreit, gefüllt zu werden. Das ist ein schönes Gefühl. Bestätigung, das fühlt sich so an, als kommt man zurück in die Familie, nach Hause. So, ja, etwas, was vorher gefehlt hat, ist plötzlich da. Vielleicht in der Kindheit nicht da, was toll. Und ich habe dann eine ganz besondere Beziehung zu meinen Fans, muss ich sagen. Ich fühle mich ihnen sehr verbunden. Danke. Jetzt waren Sie einige Monate nicht so in der Öffentlichkeit. Diese Anerkennung der Fans, das Gefühl, dass die sie irgendwie auch brauchen. Andererseits eben auch Ihr Gefühl, den Applaus der Menschen genießen zu wollen. Waren das Mitgründe dafür, dass Sie jetzt weltweit ein Comeback starten? Eigentlich habe ich immer schon dieses Gefühl gehabt, ich singe, ich mache Musik, das ist mein Leben. Ich reise auch unglaublich gerne, überall hin. Ich habe auch Lieder geschrieben und habe damals andere Länder besucht, habe gesungen, für die Menschen gesungen, habe meine Texte vorgetragen. Das ist wichtig, das habe ich mir so als Kind in New York nie so vorgestellt. Ich habe gedacht, New York, das ist die Welt, hier lebe ich und da hört alles auf, mehr gibt's nicht. Dann habe ich angefangen, sehr früh schon zu reisen, habe die Welt gesehen, Menschen kennengelernt, habe das tatsächlich auch geschrieben. In meinem Apartment habe das dann hinterher gesungen überall. Das ist ein Gefühl, was ich nie verlieren wollte, aber jetzt ist es was ganz Besonderes, überhaupt keine Frage. Ich hatte Schwierigkeiten letztes Jahr, überhaupt keine Frage. Das war hart für mich. Meine Fans, meine echten Fans haben mich unglaublich unterstützt dabei. Irgendwo war alles durcheinander und die Presse hat alles Mögliche geschrieben, viel schlimmer als es eigentlich war. Das hat natürlich einen Einfluss auf mich gehabt. Wir sind alle Menschen. Also wir werden natürlich sprechen, auch über die schwere Zeit im vergangenen Jahr. Ich möchte ein anderes Thema ansprechen, was Ihnen natürlich auch nicht leicht fallen wird. Ihr Vater ist kürzlich gestorben. Sind Sie traurig, dass er diesen Neustart nicht miterleben kann? Yes, that was a very difficult. Ja, das war
eine sehr schwere Zeit für mich. Und wir haben gerade den Trauergottesdienst gehabt, vor ungefähr anderthalb Wochen ist es jetzt her. Das ist für mich immer noch ein ganz großer Teil meines täglichen Lebens. Ich denke an ihn. Eine Zeit lang waren wir nicht so nah, standen uns nicht so nah. Aber dann hat sich das geändert und gerade in den letzten zwei Jahren sind wir uns sehr nahe gekommen. Ich habe begonnen, ihm zu helfen. Er hat dann seinen Stammbaum ausgearbeitet. Ich war dabei, habe mitgemacht, weil da ganz viel Ethnizität in mir drin ist. Das haben wir versucht, alles rauszukriegen, dieses Puzzle zusammenzusetzen. Und wir sind uns sehr nahe gekommen, viel näher. Das war auch etwas, was passiert ist, dass er gestorben ist. Es war ein Schock für mich. Er hat Krebs bekommen. Da gab es erst eine Fehldiagnose. Wir haben das zunächst nicht gewusst. Ich war in Italien, bin dann zurückgeflogen, einfach um bei ihm zu sein. Ich habe gedacht, er wird operiert und dann ist alles wieder in Ordnung. Aber das war nicht so. Es war nicht mehr operabel. Er hatte Krebs. Wann ist er genau gestorben? July 4th, am 4. Juli. Which is Independence Day, das ist der Unabhängigkeitstag für uns in Amerika. Deshalb habe ich so das Gefühl, das ist schwierig jetzt für mich, darüber zu reden. Er war ein Mensch, er war stolz, er war sehr stolz. Er hat sehr viel an Rassismus durchgemacht und erlebt. Beim Militär zum Beispiel, bei den Streitkräften, hat er gelernt, sehr strikt und streng zu sein. Aber ich bin ja nicht bei ihm aufgewachsen. Deshalb habe ich das nicht richtig verstanden, erst im Laufe der Zeit, wo ich auch größer geworden bin. Aber ich glaube, er wollte die Freiheit. Und er ist am Unabhängigkeitstag gestorben. Ich glaube, das ist für mich auch symbolisch. Das Feuerwerk, das werde ich immer so im Gedächtnis behalten. Aber es macht Sie glücklich, dass Sie kurz bevor er starb noch Freunde werden konnten und Ihre Beziehung geklärt haben, sozusagen? Ja, das macht mich sehr, sehr glücklich und auch sehr dankbar, muss ich sagen, dass ich diese Gelegenheit hatte, ihm nahe zu kommen, diese Nähe zu entwickeln mit ihm. Das war mir gar nicht so klar vorher, wie viel er mir wirklich bedeutet hatte, auch wie er meine Musik kannte. Er machte nicht so viele Komplimente, er war einfach praktisch orientiert. Sehr streng und sehr praktisch orientiert. Aber er hatte noch diese andere Seite, die kannte ich zunächst gar nicht. Mit seinen Freunden, da hielt er Vorträge und sagte denen, wo es lang ging. Und er war auch politisch sehr interessiert und aktiv. Und da ist viel passiert gegen Ende in seinem Leben, vor allen Dingen. Er hat aber alles aufgehoben, was ich jemals gemacht hatte, schon als Kind, was ich gebastelt hatte, habe ich alles gefunden. Er hat gesagt, gut, wenn du meine Sachen anguckst, da gibt es diese Akte über dich. Diese Sammlung, das sind Karten, die ich ihm geschrieben hatte, gemalt hatte mit 3 Jahren. Bilder von mir, die ich vorher nie gesehen hatte. Es gibt plötzlich hunderte von Bildern von mir, die er aufgehoben hat, von mir als Baby, als, ja, bis jetzt praktisch. Und diese ganzen Zeitungsausschnitte und diese ganzen Sachen. Ich wusste das nicht, er hat mir das nie gesagt vorher. Aber das Wunderbare, was ich so toll finde, was mich am glücklichsten macht, ist wirklich, dass er eine Frau gefunden hat, schließlich und endlich, wo er sagte, gut, das ist die, die ich liebe, die ihn ganz, ganz stark auch unterstützt hat. Die ist bis zum Ende bei ihm geblieben. Er ist bei ihr gestorben. Und er hatte die Chance, wirklich noch dieses Glück zu finden, jemanden zu haben, der bei ihm war, wo er eine Beziehung hatte. Das ist traurig, aber das ganze Leben ist zu einem guten Abschluss gekommen. Mariah, wir wollen diese Gelegenheit natürlich nutzen, diesen Menschen Mariah Carey ein bisschen genauer kennenzulernen. Und dazu muss man wissen, woher sie kommen. Sie sind afrikanisch-venezuelanisch einerseits, irisch-amerikanisch andererseits geboren. Das klingt, ja, manche Sachen weiß man selber kaum. Das klingt... Sagen wir, es klingt vergleichsweise verwirrend, aber sagen Sie mir und uns allen, was ist das, was ist das für eine Familie, in die Sie da reingeboren sind? How long you got? Okay, wie viel Zeit haben wir? I don't think we have time. Also ich glaube, wir haben hier während der Sendung nicht genug Zeit dazu. Ich fange mal an. Where should I begin? Wo soll ich anfangen? Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre eigene Kindheit, an die frühe Kindheit? Möglicherweise auch an die Zeit, da Ihre Eltern sich getrennt haben. Well, I was really little when ich war ganz klein, als meine Eltern sich scheiden lassen haben. So I heard all the stories, ich habe die ganzen Geschichten hinterher gehört. Natürlich, ich bin die kleinste von 3 Kindern. Aber I was always very free spirited, ja, and I ich think war immer ein freier Geist, unabhängig. Und meine Mutter ist dann irgendwann umgezogen, daran erinnere ich mich. Sie wollte auch unabhängig sein und hat deshalb mir das auch erlaubt, dass ich frei und unabhängig sein konnte. Es gab da viel Wirrwarr bei uns. Es war nicht einfach als Kind für mich, dort in diesem Haushalt groß zu werden. Ich war ein bisschen spät dran. Meine Geschwister und meine Eltern, die haben ganz viel an Rassismus erlebt gegen sie. Die sind von Brooklyn umgezogen nach Long Island, in eine weiße Nachbarschaft. Und
als sie dort gewohnt haben, hatten sie Probleme natürlich auch mit Rassismus, mit Leuten, die versucht haben, ihre Hunde zu vergiften, die Autos kaputt zu machen. In den schwarzen Vierteln, als sie da gelebt haben, weil sie auch umgezogen sind, da haben alle gesagt, ja, ihr seid ja weiß. Das war eine ganz komische Situation, irgendwo in den Vororten zu leben für mich. Wären sie in Brooklyn geblieben, wäre es, glaube ich, leichter gewesen, meine ich zumindest. Aber ich habe die Entscheidung nicht getroffen. Ich war nicht mal geboren damals. Das heißt, es stimmt aber schon, dass Sie groß geworden sind irgendwo zwischen weiß und schwarz. Sind Sie auch groß geworden zwischen arm und reich? Never rich when I was nie reich, also nicht, während ich groß geworden bin. Reich waren wir nie. Mein Vater hatte Geld. Er hat für die Regierung gearbeitet. Er war Weltraumingenieur und hat 30 plus Jahre eben für die Regierung gearbeitet, für staatliche Stellen. Aber meine Eltern haben sich ja scheiden lassen. Und meine Mutter hat mich deshalb mit dem Unterhalt großgezogen. Das war nur nicht sehr viel Geld, was wir da hatten. Und wir sind viel umgezogen. Sie sind 13 Mal umgezogen, habe ich irgendwo gelesen. Stimmt das? Ja. Das heißt, Sie haben nicht Wurzeln schlagen können? Nein, Wurzeln, Stabilität nie richtig. Ich habe immer das Gefühl gehabt, irgendjemand zieht mir den Boden unter den Füßen weg. Kann jederzeit passieren. Und wir hatten manchmal nichts, wo wir wohnen konnten. Manchmal waren wir auch bei Freunden eine Zeit lang. Und manchmal sind wir dann ganz schnell umgezogen wieder. Das war, was mir diesen Wunsch gegeben hat, verliehen hat, wirklich Erfolg zu haben. Ich habe mir das angeguckt und habe gesagt, meine Mutter hat diese tolle Stimme und dies und jenes, aber hat alles aufgegeben. Ich werde es nicht aufgeben. Ich halte durch. Ich mache das. Ich werde diese Karriere haben. Und das hat mir diese unglaubliche Triebkraft gegeben. Wirklich arbeiten, 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 diese Energie. Und den Menschen in mir manchmal zu vernachlässigen. Wenn Sie immer das Gefühl hatten, dass man Ihnen den Boden unter den Füßen wegzieht, was gab Ihnen heimatliche Gefühle? Wo haben Sie sich zu Hause gefühlt? Wo war es warm? Wo war es angenehm? Wo war es schön? Wo waren Sie gerne? Da gab es nicht so richtig einen Ort mit diesem Gefühl. Als ich klein war, hatte ich eine wunderbare Beziehung zu meiner Mutter, aber wir waren fast wie Schwestern, kann man sagen. Also ich habe eigentlich mich um mich selbst gekümmert und war unabhängig. Ich fand es wunderbar, die Tiere zu haben, die wir hatten. Bei meinem Vater zum Beispiel, bei ihm zu Hause, wenn ich da war. Er hatte Stabilität. Er hat die gleiche Telefonnummer gehabt die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was die neue Telefonnummer von meiner Mutter ist, aber die alte von meinem Vater, die kenne ich noch. Der hatte diese Stabilität. Nein, ich habe nicht mit ihm gelebt, aber ich habe ihn sonntags immer getroffen, gesehen, besucht oder jeden zweiten Sonntag. Okay, bis Sonntag hat er immer gesagt und das war unser Spruch. Da haben wir uns dann wieder gesehen. Ein, zwei Wochen haben wir auch mal Ferien gemacht zusammen. Sie haben Ihre Geschwister angesprochen, eine Schwester und einen Bruder, die beide älter sind als Sie. Wie viele Jahre sind die älter? Beide älter? 9 und 10 Jahre älter. Die haben sicherlich auf die kleine Schwester auch hin und wieder aufpassen müssen. Darum geht es mir gar nicht so sehr, sondern mehr darum, dass zumindest die Schwester nicht den sehr geraden Lebensweg gewählt hat, sondern viele Probleme gehabt hat im Leben. Haben Sie darunter auch gelitten? Ja, ich möchte nichts Negatives darüber sagen, aus den unterschiedlichsten Gründen, auf die ich nicht eingehen möchte. Ich habe mir angeguckt, was passiert ist, was anderen Menschen in meinem Leben passiert ist, die um mich herum waren und habe gesagt, so will ich das nicht machen. Und deshalb war ich zum Beispiel nie jemand mit vielen Männern. Drogen, nichts für mich, habe ich nie gemacht, habe ich auch nie probiert, keine Drogen. Waren das für Sie abschreckende Beispiele, die es gegeben hat? Nicht unbedingt im familiären Umfeld, aber insgesamt im Umfeld, in dem Sie sich bewegt haben? Yes. Genau. Als kleines Kind habe ich gesehen, was passieren kann. Wissen Sie, wenn man das macht, dann passiert jenes. 15 Jahre schwanger, das habe ich gesehen, um mich herum, in der Nachbarschaft, nicht in meiner Familie unbedingt. Das meine ich damit. Ich habe unterschiedliche Träume gehabt im Leben. Ich habe gesagt, singen wollte ich immer schon. Was hat Sie davor geschützt, dass Sie auf die schiefe Bahn geraten sind? Ich weiß nicht, ich möchte das nicht an meiner Schwester festmachen jetzt unbedingt. Das ist die ganze Situation mit meinem Vater, die hat uns alle auch zusammengebracht in gewisser Art und Weise. Das war heilend für uns, weil er das so wollte, dass wir uns zusammenfanden. Und ich möchte deshalb unbedingt auch sicherstellen, dass ich nicht Schlechtes über andere rede. Aber was hat mich geschützt? Gut.
um auch auf die schiefe Bahn zu kommen. Ich glaube, ich habe die Konsequenzen gesehen. Das war's. Wenn man aus einer Familie kommt, wo man sowas nie gesehen hat, wie jemand zum Beispiel leidet, weil er was Falsches gemacht hat und Drogen genommen hat, dann sagt man, gut, das Leben ist eine Party, dann probiert man es selber aus. Ich nicht. Mir hat es Angst gemacht. Ich habe nicht gesagt, dass ich nicht getrunken habe als Kind zum Beispiel. Machen ja alle als Jugendliche. Aber es gab immer eine Grenze, da bin ich nie drüber rausgegangen. Die haben wunderbare Arten zu leben und so weiter, prima. Aber ich kümmere mich um mich selber, mache das, was ich gut finde. Wann hatten Sie zum ersten Mal diesen Traum, singen zu wollen, Karriere machen zu wollen? Ich habe angefangen zu singen, als ich begann zu sprechen. Aber Sie hatten sicherlich noch nicht den Traum von dieser Art von Karriere. Als ich gefragt wurde, so, was möchtest du denn werden, wenn du groß bist? Ich sagte, Sängerin, ich will singen. Das wusste ich von Anfang an. Und wenn ich irgendwie Probleme hatte zu Hause, dann bin ich einfach rausgegangen, spazieren gegangen, habe gesungen. Oder ich habe auch Gedichte geschrieben, zum Beispiel, als ich ganz klein war schon. Und ich denke, hier dieses Gedichte schreiben, Lieder schreiben, das ist heilend für mich gewesen, eine heilende Erfahrung. Wenn ich das nicht gekonnt hätte, also auch dieses Jahr, schreiben, singen im Studio, das hat mich durchs ganze Leben gebracht, auch in schwierigen Beziehungen zum Beispiel. Jedes Jahr eine Platte, das hat mir geholfen, das hat mich weitergebracht. Sie haben gesagt, Sie haben mit dem Singen angefangen, als Sie mit dem Sprechen angefangen haben, also vergleichsweise früh. Mhm. Später im Leben als junges Mädchen, als junge Frau, war dieses Singen und auch das Schreiben, weil Sie auch von Gedichten sprechen, war das auch ein bisschen eine Flucht vor der Realität, dass Sie gesagt haben, ich bewege mich in meiner Welt, da bin ich für mich und da ist alles gut? Es ist interessant, dass Sie das sagen, weil ich My World als Gedicht geschrieben habe, meine Welt. Da war ich ungefähr 6 Jahre alt, mehr nicht. Ich erinnere mich dran, meine Mutter hat das gelesen und hat gesagt, oh, weil das wirklich sehr, sehr tiefgehend war für eine 6-Jährige. Und ich hatte ein ganzes Buch, was ich geschrieben hatte, mit Gedichten. Das habe ich dann in die Schule mitgebracht. Und da gab es einen Lehrer, der einfach nicht geglaubt hat, dass das alles von mir war. Und wir haben dann versucht, das zu erklären. Und der Lehrer hat gesagt, nein, nein, das kann nicht sein. Der hat gesagt, ich habe es nur abgeschrieben. Okay, Lehrer ermutigen Kinder. Das ist die Geschichte, die ich davon erzählen kann. Mariah, wie ist denn aus dieser Träumerin in jungen Jahren die Popprinzessin geworden? Was war notwendig dafür, dass es so weit gekommen ist, wie es jetzt ist? Okay, da gibt es schon eine Erklärung. Ich hatte diesen Traum. Ich wollte tatsächlich eine Künstlerin sein, Profi. Und das schon seit ich ein kleines Mädchen war. Und deshalb habe ich tatsächlich als kleines Mädchen immer versucht, Broadway Plays da mitzuspielen. Und alle Leute haben gesagt, die ist zu groß, die ist zu groß. Die Leute sagen, oh, du bist so viel größer, als wir gedacht haben. Deshalb habe ich auch nie Rollen gekriegt in Broadway Plays. Okay, ich habe also mit meiner Mutter singen geübt, ich habe Lieder geschrieben, ich habe als Backup-Sängerin gearbeitet, da war ich 14 oder so, für unterschiedliche Leute im Hintergrund, mit Jingles, mit allen möglichen anderen Sachen. Auch um Geld zu verdienen, natürlich. Und dann habe ich Ben Margulies getroffen. Mit dem habe ich mein erstes Album geschrieben, mehr oder weniger in so einem Studio. Das war so groß wie der Tisch vor uns, mehr nicht. Und das war mir gar nicht klar damals. Aber ich habe tatsächlich Platten produziert, letztlich. Gut, diese Vocals sollen da. Und habe ich gesagt, das muss jetzt lauter sein. Und hier Schlagzeug, leiser hinten, was auch immer. Und dann hat mich jemand gesagt, hör mal, du produzierst das hier richtig, du machst das. Und das war etwas, was mir unheimlich viel gegeben hat. Ich habe das tatsächlich auch zum Beispiel produziert, was ich in der Highschool geschrieben hatte. Bin dann rumgefahren danach, habe 2 Stunden geschlafen vielleicht, das war so mein normaler Lebenswandel. Nach der Schule wieder ins Studio, dann nochmal in die Schule, normalerweise nie vor 12. Ja, absolut. Aber alles zusammen war's. Sie haben einen Lebenswandel oder eine Zeit des Lebens beschrieben, in der es nicht immer leicht war, in der Sie im Background-Chor gesungen haben, in der der Fokus auf anderen Menschen war, die im Vordergrund gestanden haben. Können Sie sich erinnern, wer derjenige oder diejenige war, die gesagt hat, die hole ich jetzt aus dem Schatten raus ins Licht? Also die ist eine, die kann das, die muss das machen, die hat das Talent. Wer hat sie entdeckt, wenn man das so sagen darf? Naja, das war gar nicht so schwierig. 14 Jahre war ich da alt. Da habe ich Demos gemacht und Background-Gesang und so weiter. Toll, ich habe Geld dafür gekriegt, ich habe mich gut gefühlt. Das war kein Problem, dass ich im Hintergrund war. Aber dann habe ich angefangen, für Brenda K. Starr zu arbeiten. Mit einem Lied I Still Believe. Das war tatsächlich auf dem Number One-Album nochmal wieder neu drauf. Und die hat mich wunderbar behandelt. Die war nett zu mir, wie eine kleine Schwester war ich für sie. Ich habe gesagt, hey, hör mal Mariah an, dieses Tape, die hat das alles geschrieben. Die meisten glauben das ja zunächst mal nicht, wenn man das so in dem Alter sagt. Okay, sie war es dann, die mich auf eine Party mitgenommen hat.
und hat mein Band Jerry Greenberg versucht zu geben. Der hat sich das gegriffen und Tommy Mottola war auch da. Und der hat ihm das aus der Hand gerissen, wiederum hat es genommen. Ich habe keine Ahnung gehabt, wer die Leute denn nun waren. Ich war da dieses Mädchen und hatte eine kleine Sportjacke an, ein Kleidchen und Turnschuhe. Ich hatte einfach kein Geld, mir richtige Schuhe zu kaufen. Turnschuhe waren es also. Da habe ich gedacht, das hört er sich nie an, der Typ. Bin weg von der Party. Ich hatte schon mit Warner Brothers einen Deal. Das hatte ich fast schon unterschrieben zu dem Zeitpunkt. Aber noch nicht ganz. Also fehlte noch die Unterschrift. Also wir sind weg von der Party, er auch, hat sich das Band angehört und hat gesagt, das kann nicht das gleiche Mädchen sein mit der Stimme, ist eine andere Frau. Deshalb hat er mich dann versucht aufzufinden, aber ich war schon weg von der Party. Okay, das ganze Wochenende ist er hinter mir her und irgendwann über Brenda hat er mich dann auch gefunden, beziehungsweise ihren Manager. Ja, das war's. Dann habe ich mit ihm den Vertrag geschlossen. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, er glaubt an mich. Mehr als alle anderen. Nun war das ja nicht der einzige Vertrag, den Sie mit ihm gemacht haben, weil Sie ja nicht nur den Plattenboss kennengelernt haben, sondern ihn auch. Die Tatsache, dass Sie Tommy Mottola getroffen haben, würden Sie sagen, das war ein großes Glück oder ein großes Pech? Ich will, das habe ich schon mal gesagt, nichts Schlechtes über irgendjemanden sagen. Heute ist ein neuer Tag und alle stehen bei mir auf der Positivliste. Jeder soll glücklich sein, überhaupt keine Frage. Ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Recht auf Glück hat. Aber ich glaube, für uns beide war es Glück und für beide von uns war es auch ein bisschen, ja, eine sehr große Intensität zwischen uns. Und vielleicht auch schlechtes Timing oder merkwürdiges Timing. Und überwältigend. Also für mich zumindest. Mochten Sie sich als Frau Mottola? Ich war nie jemand, der so verheiratet zu haben war. Meine Eltern haben sich ja scheiden lassen, als ich klein war. Und die meisten Leute... Aber es gibt dann immer junge Leute, die sagen, ich will es unbedingt besser machen. Ich will es in meinem Leben schaffen. Ich habe zum Beispiel geschiedene Eltern und ich habe mir immer vorgenommen, es besser zu machen. Keiner weiß, ob mir das gelingt. Right. Ja, natürlich. Aber ich war nicht so. Ich war anders. Also, was passiert ist, war ganz einfach das Folgende. Ich habe gedacht, das ist jetzt schwierig, ich möchte das nicht zu persönlich formulieren, aber ich habe gedacht, okay, das ist vielleicht gut zu zeigen, ich wollte nicht erstickt werden. Ich wollte mit meinen Freunden weiter zusammen sein. Ich wollte auch mich so anziehen, wie ich das eben schön fand. Ich habe nichts gegen ihn und auch keine Ressentiments, aber was ich sagen möchte, ich habe das mehr so gemacht, weil er es machen wollte, das mit der Heirat. Und er hat gesagt, okay, haben wir halt eine große Hochzeit, wenn du möchtest, mache ich mit. Aber wir waren lange zusammen, vorher schon. Deshalb ist der Hochzeitsteil eher so das Ende der ganzen Beziehung gewesen. Ich glaube, das hätte länger gehalten oder wäre besser gewesen, denke ich mal, wenn wir nicht geheiratet hätten, wirklich. Ich war einfach nicht so weit. Ich wollte nicht die Frau von jemandem sein, die ganze Zeit nett und adrett sein musste und mit lauter 50-Jährigen zusammen sein und mir das angucken. Tja, wunderbare grüne Vororte. Ich wollte mit meinen Freunden zusammen sein, nicht im Garten sitzen mit Erwachsenen. Also viele Menschen, die den Zustand nicht genau kennen und ihn einfach plakativ beschreiben wollen, nennen das goldener Käfig. Haben Sie sich so gefühlt wie im goldenen Käfig oder ist das zu einfach? Schwierig. Das ist ganz schwierig. Wir haben eine Beziehung gehabt, wo wir wirklich Gleiches beigetragen haben in die Beziehung und eingegeben haben. Aufgrund der Tatsache, wie ich aufgewachsen bin. Meine Mutter ist dauernd umgezogen, hatte keine Stabilität, auch für uns nicht. Dann haben wir gesagt, wir bauen ein Haus, wir kaufen ein Haus. Gut, aber ich möchte die Hälfte davon bezahlen. Ich möchte nicht, dass mir jemand jemals sagen kann, raus mit dir, es ist nicht deins. Okay, ich wusste natürlich nicht, wie viel das kosten würde. Mich kosten würde auch. Gut, aber wir haben beide das Gleiche geleistet in der Beziehung, das Gleiche beigetragen. Und wir waren gut zusammen, auch geschäftlich, überhaupt keine Frage. Er hat eine Idee gehabt und ich habe dann zum Beispiel aufgrund der Idee des Konzepts das Lied geschrieben. Ich glaube, die tollsten Unterhaltungen gingen um Geschäftliches tatsächlich. Und da hat es geklickt zwischen uns, kreativ. Aber das ist kein Kompliment für die Liebesbeziehung. Well,
No, well, let's say you met someone who did the exact same thing as you. Aber wenn man jemanden kennenlernt, der sozusagen genau das Gleiche macht wie man selber, und wenn es wirklich interessante Unterhaltung gibt, genau darüber, weil das Musikgeschäft, da gibt es so die kleinen Einzelheiten und Details, die die Leute von außen gar nicht kennen. Das heißt, das hat Spaß gemacht, wir hatten interessante Unterhaltung. Das war nicht alles, worüber wir geredet haben, nein. Aber da hat es am meisten geklickt, da war die Verbindung am besten, weil wir beide diese Leidenschaft hatten. Aber ihr Leben hat sich doch stark verändert durch diese Hochzeit. Das sieht man an großartigen Fotos von großartigen Häusern. Und wenn man das so betrachtet, dann denkt man, es ist jetzt Palast gewesen anstatt einfacherer Wohnung, Kaviar statt Cracker und möglicherweise Ferrari statt Freunde. Moment, bevor ich tatsächlich heiratete, habe ich schon einige Millionen Platten verkauft. Darf man nicht vergessen, das ist nicht, dass ich da total pleite reingegangen bin. Wir hatten da die ein oder andere Platte auch schon gemacht. Haben Sie einen Ehevertrag gehabt? Wait, say the first part again. I'm listening. Nochmal? Was hatte ich gehabt? It was the first part. Is it? Was it a marriage contract? Did you say? Oh, did we have a contract for settlement? Like a prenuptial agreement? Yeah. Like he gets his stuff, I get ja, ja, stuff. Klar. Er kriegt seins, ich meins. Also ich habe nichts mitgenommen aus dieser Ehe, was ich nicht hereingebracht habe. Überhaupt keine Frage. Ich bin rausgegangen mit den Bildern. Waren Sie glücklich zu der Zeit? Es hat mich sehr viel gekostet, das durchzuleben. Und Tommy hat mir beigestanden. Er hat mir Stabilität gegeben am Anfang in unserer Beziehung. Etwas, was ich vorher nicht hatte. Das war praktisch wie eine zweite Kindheit, die ich plötzlich hatte. Er war jemand, der mich beschützt hat. Er hat Stabilität gegeben, die es vorher bei mir nicht gegeben hat. Aber an einem Punkt, wenn man zu streng wird mit einem Kind oder mit irgendjemandem im Leben, mit jemandem, mit dem man zusammenlebt zum Beispiel, dann muss er sich befreien. Und wenn man das nicht zulässt, dieses Befreien, dann erstickt man den entweder oder aber man bricht sie sozusagen oder der andere verlässt einen. War ich glücklich, als ich ging? Ich hatte Angst, aus unterschiedlichsten Gründen. Es war nicht einfach. Er war eine unglaublich charismatische Person, hatte natürlich auch viel Einfluss auf meine Karriere. War ich glücklich? Ja, ich konnte wieder mit meinen Freunden zusammen sein am Ende. Wow, das war toll. Ich bin frei. Aber ich wollte eine gute Beziehung, eine Freundschaft mit ihm aufrechterhalten. Es war schon so, wenn er in guter Stimmung ist, es macht Spaß mit ihm zu sein. Er ist cool, er ist ein toller Typ, kein Problem. Das ist nur nicht eben die ganze Zeit einfach, eine Freundschaft aufrechtzuerhalten mit jemandem, der einen verletzt hat. Aber Sie mussten viel Mut haben, den Sie zusammennehmen und die Entscheidung für sich selber fällen, da, ich sag mal, auszubrechen oder diesen Lebensabschnitt zu beenden. Ich will das gar nicht so verbal dramatisieren. Den Prozess haben Sie beschrieben, aber irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt, jetzt bin ich mutig genug, ich will nicht mehr. Genau an diesem Punkt bin ich irgendwann gekommen, da musste ich es, für mich selber. Und das Album, an dem ich gearbeitet habe, Butterfly, wenn man dem zuhört, bestimmten Liedern, zum Beispiel auch Rainbow später, Petals ist ein Lied da drauf und Close My Eyes, da spreche ich genau davon, da singe ich davon, über mein Leben, die Entwicklung auch, von der Kindheit zur Jugend bis dahin. Das war immer noch Teil meiner Kindheit in gewisser Weise. Sie haben sich in dieser Phase Ihre Freiheiten zurückgeholt oder Ihre Freiheit zurückgeholt und Ihre Freiheiten genommen und in Clubs rumgehangen, wie Sie gesagt haben, mit Ihren Freunden das Leben genossen. Haben Sie sich möglicherweise zu viel von dieser Freiheit genommen? Haben Sie sich zu viel zugemutet in dieser Phase? Nein, die Presse hat das so dargestellt, als wäre das Gott weiß was gewesen. Die ersten 5 Jahre meiner Karriere sahen so aus, dass ich 3 Stunden mal weg war, von New York weg war, mit einer Farm, mit einem Haus und da hat mich niemand gesehen, nur die Pferde und die Kühe. Ich war ja nie in der Stadt. Und dann plötzlich bin ich wieder zurück in der Stadt, in New York, hänge rum mit Leuten, die ich schon seit Jahren gekannt habe und dann sagen alle, wow, jetzt rastet sie aus. Aber vergessen Sie nicht, wie ich aufgewachsen bin. Das darf man einfach nicht übersehen.
übersehen. Das ist ja nicht, dass ich in diesem trauten Heim aufgewachsen bin. Ich bin immer ein freier Geist gewesen. Wir haben vorher dieses Bild von mir gesehen. 9 Jahre alt war ich, mit diesem gelben Bikini, wo ich die Treppe rauflaufe. Und das ist ganz witzig, weil die Leute damals gesagt haben, ah, sie ändert ihr Image und wie sie aussieht und so weiter und so fort. Und ich gucke mir das an und sage, hey, da war ich 9 Jahre alt. Und da habe ich mich schon so angezogen. Das war ich. Ich wurde wieder zu mir. Ich wurde wieder echt, die echte Mariah. Ich habe nicht mehr versucht, was anderes zu sein. Okay, Balladen singen, schön, lange Kleider auch, aber Hip-Hop auch. Warum nicht? Ich bin in New York aufgewachsen. Ich habe Cousins, die noch in der South Bronx liegen, in Queens. Und das war genauso real für mich. Ich kann einfach nicht vorgeben, was zu sein, was ich nicht bin. Multikulti, viele Rassen, Ethnizitäten. Ich sollte alle möglichen Arten von Musik singen. Überall sein. Mit Kühen auf dem Land und in der Stadt auch. Das heißt nicht, dass ich zu weit gegangen bin. Ich kann ohne die Kühe leben. Also das geht. Nun gab es im Jahr 2001 Schlagzeilen, da war sogar von Nervenzusammenbruch die Rede. Und auch wenn ich mal anheimstelle, dass das möglicherweise ein Tick übertrieben ist, hat es doch zumindest eine Phase gegeben, in der sie, während der sie körperlich, ich will nicht sagen am Ende waren, aber sehr beeinträchtigt, psychisch und physisch? Yes, als das gedruckt wurde, Nervenzusammenbruch. Also das war absolut übertrieben. Das war total übertrieben und nicht wahr. Mir ist das Folgende passiert. Ich habe 2 Monate durchgehend gearbeitet. Und zwar 20-Stunden-Tage, ohne Pause. Und manchmal vielleicht nur 16 Stunden. Okay, dann habe ich Spaß gehabt, vielleicht noch ein paar Stunden. Aber wenn man das längere Zeit macht und durchhält und dann auch noch nicht vernünftig isst und nicht schläft und einfach nur immer arbeitet. Ich bin gerade von Sony weggegangen damals und das hat lange gedauert, bis ich soweit war. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt läuft, jetzt ist alles ganz prima. Aber ich hatte das neue Unternehmen, die neue Firma, die haben vorher nicht mit mir gearbeitet. Ich hatte noch nicht die richtige Unterstützung um mich rum. Ich hatte nicht die Leute um mich rum, die gesagt haben, pass auf, Mariah, du hast jetzt 14 Stunden am Stück gearbeitet. Wie wäre es jetzt mit was zu essen? Wäre es nicht nett, jetzt vielleicht doch was zu essen? Ich vergesse das einfach. Wir sitzen hier und dann sage ich jetzt auch nicht, okay, jetzt hier Sellerie und Karottenstücke essen. Das ist jetzt notwendig. Das würde ich nicht machen. Das mache ich hier ja auch nicht. Das heißt, es hat sich niemand um mich gekümmert und ich mich selber auch nicht. Ich habe mich selbst vernachlässigt. Der Star, das war, was für mich im Vordergrund stand. Aber den Menschen in mir habe ich vernachlässigt, überhaupt keine Frage. Und dann war ich irgendwann so erschöpft und so fertig, dass ich gesagt habe, dieses Video kann ich heute nicht machen. Es geht nicht. Ich kann nicht. Ich habe so lange nicht geschlafen. Ich bin physisch am Ende. Ich sehe furchtbar aus. Ich breche gleich zusammen. Ich bin fertig. Ich fühle mich nicht gut. Und die Antwort war? Hat keiner verstanden. Die sind so daran gewöhnt gewesen, Mariah immer da, immer voller Energie, hart arbeiten, los. Und da habe ich gesagt, nein, mache ich nicht, kann ich nicht, ich bin fertig. Und bin weggegangen und habe versucht, da rauszukommen, einfach mal zu fliehen von diesem intensiven Umfeld. Ich bin damit nicht mehr fertig geworden. Und irgendwann bin ich dann zu meiner Mutter aufgegangen oder gefahren. Und wenn ich da hingehe, wenn ich sie besuche, dann mache ich das normalerweise mit Geschenken und so. Ach, hier ist dein neuer Mercedes, Mami. Und hier ist der neue Pool. Ich gehe da rein und die Show fängt an. Und sie kennt mich so, das glückliche Mädchen, die glückliche Frau mit den Geschenken. Und ich war so fertig, als ich da dann sie besucht habe. Überhaupt keine Energie mehr. Und ich war physisch fertig. Ich musste aufhören. Es ging nicht weiter. Sie hat Angst gekriegt. Und deshalb hat sie die Notrufnummer angerufen. Und dann kam die ganze Geschichte dann zustande. Normalerweise bin ich nämlich die sich kümmert. Und jetzt plötzlich war es umgekehrt. Meine Mutter wusste nicht, wie sie damit fertig werden sollte, dass ich plötzlich schwach war. Okay, ich habe dann einfach mir ein bisschen Zeit genommen für mich selber und bin damit fertig geworden. Also, dass Ihre Mutter in der Situation nicht weiß, wie sie weitermachen soll und dann lieber professionelle Hilfe in Anspruch nimmt, das ist ja sicherlich die richtige Entscheidung gewesen. Aber als sie dann... Ja, professionelle Hilfe ist was anderes als 110 oder 911 in Amerika. Einfach deshalb, weil das ja so übertrieben wurde. Wenn man daran gewöhnt ist, dass die eigene Tochter immer da ist, immer glücklich ist, immer Geschenke bringt. Sie hat sich Sorgen gemacht. Sie hat Angst um sie gehabt. Sie hat sich Sorgen gemacht. Ja, klar. Weil das nicht das normale Verhalten für mich war. Ich bin da hingegangen, fertig, erschöpft. Und ich wollte einfach nur, dass sie mich ins Bett bringt und sagt, Schlafkind.
the whole, like, 911 aber thing was just, diese Notrufnummer, it just blew everything out of proportion. Das hat alles übertrieben und das haben die Leute auch falsch aufgefasst. Im Krankenhaus oder in dieser Sanitätsstation, ich weiß gar nicht genau, wo das war, was haben die ihnen gesagt? Mm-hmm. Haben die gesagt, hey, du, eigentlich brauchst du einfach nur mal zwei Wochen Urlaub? Sie haben gesagt, sie sind erschöpft. Schlafentzug, das verwendet man bei Krieg, im Krieg. Man kann nicht 6 Tage lang ohne Schlafen aushalten, das kann kein Mensch. Da kann man zusammenbrechen und sterben. Das war einfach physische Erschöpfung. Das hat einen Einfluss auf alles, auf alle Prozesse. Manche Leute bleiben zum Beispiel 1,5 Tage auf und die funktionieren nicht mehr vernünftig. Das geht nicht mehr. Die meisten Leute können das nicht mehr. Das ist nämlich nicht normal, so zu leben. Okay, ich habe immer auch an Therapien geglaubt. Ich habe nicht immer vielleicht genug Zeit dafür gehabt, aber ich habe einen sehr guten Therapeuten gehabt und habe dann gesagt, gut, wir reden miteinander, mache ich immer noch ab und zu. Und habe gesagt, hier ist ein Apfel, hier ist Eistee, hat er mir gesagt, und jetzt trink was, iss was, denk an dich. Hier kümmerst du dich jetzt um Mariah. Das ist die Pflegezone, die Sorgenzone für Mariah. Jetzt denk mal an dich. Schlaf, iss wie ein normaler Mensch. Und so war es auch. Und habe ich gesagt, ja, hat er vielleicht recht, habe ich verdient als Mensch. Das heißt, dieser Mensch hat Ihnen sozusagen das Gefühl dafür wiedergegeben, mehr an sich zu denken und nicht immer nur an andere? Mhm. Geht es Ihnen besser seitdem? Yeah, I do. I mean, ja, natürlich. Ich habe mir das angeguckt und habe gesagt, als ich ihn das erste Mal besucht habe, da hat er das gemacht mit dem Eistee, was er erzählt hat. Nächstes Mal, das heißt, ich habe es erst mitgebracht, dann hat er es gehabt. Und dann hat er gedacht, gut, Therapeuten machen das vielleicht so. Man soll sich da gemütlich fühlen. Und vielleicht sollen die auch ein bisschen wie Eltern sein, ich weiß das schon. Aber ich habe fast angefangen zu weinen, als er sich gekümmert hat. Wenn ich nicht bezahle für etwas, was ich bekomme, fragt mich normalerweise niemand, wie geht's dir? Musst du was essen? Hast du Hunger? Brauchst du vielleicht ein bisschen Schlaf? Die sind so daran gewöhnt, dass ich immer nur gehe, 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 laufe, 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 Hamster auf der Rolle. Jetzt, wo alles wieder durchstarten soll, wo Sie sozusagen weltweit wieder unterwegs sein werden, wo Sie Videos drehen, wo Sie Platten machen, wo Sie Welthits haben, wo Sie Fernsehauftritte haben, wer passt darauf auf, dass Ihnen das nicht wieder passiert? Well, what I see at that time too, the person who lived with me and okay, and staying with me, damals, der mit mir gelebt hat, meine Haushälterin etc., die ist wie eine zweite Mutter für mich. Die war damals auch nicht da, 2 Wochen lang. Die hatte familiäre Probleme. Ich war alleine. Und das war auch einer der Gründe. Da gab es dieses Loch für mich und niemand hat sich gekümmert um mich. Ich habe mich dann hingesetzt und habe sozusagen einen Vertrag mit mir selber abgeschlossen. Ich habe gesagt, so viel Schlaf brauche ich, so viel Essen brauche ich, so viel Pausen werde ich machen. Wenn ich ein Video produziere, dann werde ich tatsächlich nicht mich in die Wüste stellen, sondern auch ein Zelt benutzen, so Standardsachen. Und sobald ich das gemacht hatte, war mir klar, man muss das irgendwo ein für alle Mal regeln. Das habe ich auch erklärt gekriegt. Wenn man da so sitzt und die Kameras sind auf einen gerichtet, dann denken alle, es geht einem gut. Niemand sagt, ah, vielleicht hat die ja Hunger oder ist müde. Man lächelt und man spielt eine Rolle und alle denken, alles ist prima. Das heißt, sie machen mit sich selbst Verträge und zwingen sich auch noch, die einzuhalten. Ja, muss ich. Wenn man sowas macht, also ich danke Gott für diese Erfahrung, muss ich sagen, alles, was ich erlebt habe. Glitter kam am 11. September raus, auch das war's. Und dann, das war der Witz des Tages, der Film und so weiter, das war nicht gerade vom Winde verweht, aber so schlecht war der Film auch nicht. Also eins kam zum anderen. Also, eins kam zum anderen. Das hat sich alles so addiert. Da saß ich also und ich muss sagen, ich danke Gott wirklich, dass ich das erlebt habe, was ich erlebt habe, zu dem Zeitpunkt, als es so war. Ich bin ein sehr spiritueller Mensch und ich glaube, Gott setzt einem nichts vor, wenn man nicht fertig werden kann, wenn man will. Und ich bin da durchgegangen und ich bin auch durchgekommen und habe sehr viel über mich selber gelernt. Zum Beispiel, was man sich zulassen darf für sich selber, dass man tatsächlich für sich selber eine Position einnehmen muss. Auch mit meinem Vater dieses Jahr, da habe ich auch etwas gelernt. Ich habe gelernt, wie wertvoll das Leben ist und wie schnell es weg sein kann, verloren ist.
Spirituell bin ich anders als vor einem Jahr. Ich habe Prioritäten. Ich habe gesagt, gut, Kamera ist das eine, Hollywood ist das eine, das Musikgeschäft. Aber das ist nicht das Wichtigste im Leben. Menschsein, das ist viel wichtiger. Menschen sind wichtiger als Karriere. Dass Sie wieder da sind, das kann man sehen. Mariah, dass Sie sehr präsent sind, das kann man spüren, wenn man ihnen gegenüber sitzt. Und dass sie auch wieder zu hören sind, das kann man hören. Die neue Platte heißt Through the Rain. Und wenn man diesen Titel sich so vorstellt und übersetzt, dann denkt man gerade, das könnte auch ein bisschen was mit dem eigenen Leben zu tun haben. So hört sich das an. Gefühl, ausführlich mit jemandem zu sprechen und wirklich etwas zu erfahren über den Menschen. Ich wünsche Ihnen für die neue Platte und für all das, was Sie beruflich vorhaben, sehr viel Glück und alles Gute. Aber ich glaube, wir alle wünschen Ihnen für Sie als Person viel Wärme, gute Freunde und einfach ein glückliches Leben. Schönen Dank für den Besuch. Danke, Mariah Carey.